Wir wissen, dass wir eine lange Pause hatten. Wir mussten erstmal Squid Game zu Ende gucken, daher konnten wir keine Videos drehen. Jetzt werden wir aber wieder ein bisschen fleißiger. Keine Sorge. Es gibt eine Home Defense Pistole, eine neue. Die ist vom Hause Concord Defender. Concord Defender ist wahrscheinlich eine Eigenmarke, würde ich jetzt behaupten. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Von der Firma GSG. Kann aber auch sein, dass es. Ja, das sieht danach aus. Hier ist schon mal die Bedienungsanleitung. Hier unten steht schon mal www.gsg.de. Also GSG ist die Abkürzung für German Sport Guns. Ist ein Importeur genauso wie Umarex. Die Pistole kommt in einem Plastikkoffer. Im Inhalt haben wir einmal die Waffe, zwei 12 Gramm CO2-Kapseln und zwei Tuben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit je 7 Schuss Rubberballs. So sieht die Pistole einmal im Freien aus. Die Waffe hat theoretisch gesehen gewisse Ähnlichkeiten zu der HDP 50 von Umarex. Ja, kann sein. Die Waffe ist im Kaliber 50, verschießt auch die gleichen Geschosse. Das hier ist einmal das Magazin. Das haben die auf jeden Fall besser gelöst als bei der HDP 50. Das Magazin könnt ihr entnehmen. Bei der HTP ist ja das Magazin unten verbaut. Bei der Waffe haben wir auch noch einen außenliegenden Hahn und eine beidseitig bedienbare Flügelsicherung. Rot bringt den Tod, also bei Rot könnt ihr schießen. So ist die Waffe gesichert. Da passiert nichts. Und die Waffe hat Double Action sowie Single Action. Die Waffe ist auf jeden Fall komplett aus Plastik. Wenn wir die jetzt mit der HDP 50 direkt vom Gewicht her vergleichen, ist die HDP 50 deutlich schwerer. Die Concorde ist ein bisschen leichter. Die CO2-Kapsel bei der Waffe wird hier hinten auch im Griffstück eingelegt. Die hat das gleiche System wie bei der HDP 50 und auch bei dem HDR 50. Die Frage ist nur, wie funktioniert das? Weiß ich auch nicht. Wir werden es jetzt austesten. Die 12 Gramm CO2-Kapseln legen wir auch bei der Waffe verkehrt herum rein. Hier sind zwei von Garmo drin. Nur die Kapseln müssen nicht unbedingt von Garmo sein. Ihr könnt auch Umarex oder Diana CO2-Kapseln verwenden. Den schrauben wir jetzt wieder hier rein. Die Waffe ist jetzt entsichert. Wir können schießen, aber da tut sich nichts. Warum? Wir müssen. Genau, wir mussten das Ding einmal anstechen. Nur ist die Frage, woher sehen wir, ob das Ding scharf ist oder nicht? Hier ist schon mal kein Signalstift. Wir gucken uns gleich die Bedienungsanleitung an. Vielleicht ist da tatsächlich einer. Wenn wir die Waffe gesichert haben, funktioniert auf jeden Fall nichts. Wir könnten den Hahn spannen und dann irgendwo liegen lassen. Die Waffe natürlich nicht gespannt. Warum, wieso man Home Defense Waffen nutzt, das hatten wir schon mal in einem Video erklärt. Das verlinken wir euch hier oben. Also die Waffe hat schon mal ziemlich Druck. Die wird auch mit maximal 7,5 Joule angegeben. Was die aber tatsächlich hat, wissen wir jetzt leider nicht. Da werden wir aber ein separates Video zu machen, wo wir den HDR 50, den Revolver, das ist der hier, gegen die Pistole hier testen werden. Da werden wir mal gucken, mit welcher wir den größeren Schaden anrichten können. Wir werden dann Gummikugeln und auch die Farbkugeln oder auch zum Beispiel diese Kunststoffkugeln verwenden. Das war's eigentlich zur Waffe. Die Waffe hat auch kein Blowback. Der Schlitten ist komplett aus einem Stück. Ist alles fest. Wir gucken uns jetzt mal die Bedienungsanleitung an. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Informationen, die wir hier nicht erwähnt haben. Dass man für eine REM-Waffe das 18. Lebensjahr mindestens beendet haben muss, ist uns wohl allen bewusst. Also hier erklärt der im Endeffekt das Gleiche, sogar mit Bildern. Das System ist CO2, wird ja mit einer 12 Gramm CO2-Kapsel betrieben. Kaliber ist 50. Magazinkapazität ist schon mal 7 Schuss. Also die Waffe hat eine Kugel mehr als bei der HDP 50. Das Gewicht sind ungefähr 557 Gramm. Gesamtlänge 195 mm. Energie ca. 6,6 Joule. Ja, kann ich mir vorstellen. Das werden wir uns aber später angucken. So, dass man das Magazin einzeln herausnehmen kann, ist klar, dass wir hier hinten die Sicherung haben. Wenn wir das Magazin in die Waffe eingefahren haben oder eingesetzt haben, aber aktuell nicht wissen, welche Kugel ganz oben ist, haben wir folgende Hilfe. Hier hinten am Abzug ist ein kleines Loch. Dadurch können wir sehen, welche Kugel drin ist.
Wenn ihr sagt, hey, da ist eine Gummikugel, die will ich gar nicht verschießen, könnt ihr Magazin rausnehmen und die Kugeln herausnehmen und dann eine neue laden. Das Magazin ist erst drin, wenn es wirklich Klick macht. Vorher ist ja klar, ist das Magazin nicht drin, dann müsst ihr euch nicht wundern, warum da keine Kugeln rauskommen. Die Kimme und Korn habt ihr auch. Verstellbar sind sie nicht, die sind fest. Das ist halt ganz wichtig. Schießt euch nicht selbst ab, schießt auch nicht anderen Leute ab am besten. Zumindest nicht eure Freunde. Und lauft auch damit nicht einfach rum, weil die Waffen dürft ihr auch nicht mitführen. Es gibt dort ein Führverbot. Die Waffen müssen in einem Koffer oder in einem Behältnis, welches verschlossen ist, transportiert werden. Zu Hause dürft ihr mit den Waffen erstmal machen, was ihr wollt. Wir reden nicht über das Lagern, sondern führen, schießen. Auf eurem eigenen Grundstück ist alles erlaubt, das dürft ihr. Natürlich solltet ihr die Waffe abends, wenn ihr schlafen geht oder wenn ihr nicht zu Hause seid, nicht einfach auf dem Tisch liegen lassen. Ist vielleicht nicht das Beste. Kann ja sein, dass ihr Besuch bekommt, eure Kinder kommen, eure Frau kommt mit Minderjährigen. Sieht meistens nicht schön aus. Auf der linken Seite sehen wir hier noch eine Öse. Da könnte man eine Sling oder ein Lanyard befestigen, was in Deutschland nicht so ganz in Ordnung ist, zumindest draußen, aber zu Hause dürft ihr das nutzen. Kurze Eckdaten zu der Waffe. Die Waffe kostet 179 Euro, was ich eigentlich recht viel finde für die Waffe. Die HDP 50 und der HDR 50 kosten nur fast die Hälfte, 99 Euro. Mittlerweile kriegt man die auch für 85 oder 90 Euro und für die komplette Plastikwumme ist eigentlich 179 Euro zu viel, aber die haben sich bestimmt was dabei gedacht. Deswegen werden wir die halt mit der HDR 50 testen. Da werden wir ein separates Video machen. Das können wir euch dann auch hier unten oben irgendwo verlinken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.